Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Bloons CD6. Mein Name ist Embers und heute schauen wir uns Flussbett natürlich auf Stufe schwer an. Ich möchte heute so eine kleine Mini-Challenge daraus machen, und zwar werde ich priorisiert das Boot einsetzen und die Nagelfabrik. Am Anfang werde ich nochmal, einfach damit es ein bisschen angenehmer ist, auch den gratis Monkey dazu nehmen, also den Dart Monkey, aber ansonsten keinen Helden und natürlich auch noch Farms, um Einkommen zu haben, aber ansonsten keine Super Monkeys, keine Druiden, keine Ninjas, keine Sniper, keine Flugzeuge und so weiter und so fort. Fangen wir direkt an, und während wir hier anfangen, möchte ich noch einmal ein paar Themenparallelen mit aufgreifen. Wir können das mal direkt auch schnell machen. Und zwar, also zur Mini-Challenge habe ich mir gedacht, weil nur schwer ist auf Dauer nicht herausfordernd, beziehungsweise auch die alternativen Bloon-Runden oder unplatzbar ist jetzt ja alles immer mehr oder weniger dasselbe, und ich will für mich selber so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ich habe auch schon mal ein paar stärkere Karten probiert, die werde ich demnächst dann auch mal anfangen zu präsentieren. Und was ich noch gar nicht gemacht habe, sind die Experten-Maps. Die werde ich aber natürlich dann auch im Anschluss mal anfangen, nur derzeit noch nicht probiert. Zu meinem Level, ich bin, glaube ich, Level 79. Ich habe mir das eben extra nochmal angeschaut, weil ich das ab und zu gefragt werde, und bin jetzt gerade eben wieder ins Wanken gekommen, aber ich denke mal, 79 dürfte derzeit passen. Oder sagen wir kurz vor 80, dann soll es auf jeden Fall richtig sein. Ich spiele jetzt hier wieder Farms, heißt Farms Plantagen. Ich werde wahrscheinlich auch auf 4 Stück gehen und diese dann upgraden in 2 Dreier Plantagen. Ich habe das auch nochmal heute Morgen getestet. Und zwar, ich sehe es immer als Aufwand und Ertrag, wie viel bekommt man für was. Und zwar ist es wirklich so, eine 4 Zweier Farm oder Plantage ist auf jeden Fall teurer als eine 2-4er, wobei die 4er-Bank sich eigentlich nicht wirklich lohnt, wenn dann die 5er. Kostet aber um die 20.000 auf oder 25.000 auf schwer, und ist natürlich, die bringt natürlich mehr als im 1-zu-1-Vergleich, nur die Sachen, die man rein investiert hat, sind natürlich auch ein Vielfaches mehr, also das locker das 4,5-fache. So, dann muss ich jetzt mal gerade schauen, 650. Ich werde demnächst wahrscheinlich ein bisschen live liegen. Ich will ja primär das Boot spielen. Dann werde ich auch meinen Dart Monkey nicht groß ausbauen. Ich muss nur langsam schauen, dass ich ein bisschen mehr Popping Power bekomme, weil hier dieser Schädel, der stört natürlich so ein bisschen die Sicht und verringert dadurch auch meine maximale Popping Power. So, dann müssten wir demnächst schauen, dass wir Camo Detection haben, aber es ist letztendlich auch nur ein Camo, der jetzt gleich kommen wird. Das heißt, das wäre jetzt nicht so dramatisch, wenn ich da ein bisschen was durchlasse und gehe lieber dann auf Einkommen. Gut, ich könnte halt meinen Dart Monkey nehmen, aber ja, egal. So, dann versuchen wir den noch zu platzieren, noch ein bisschen mehr auf Income zu gehen. Wir werden erstmal das Boot ausbauen auf ein 2-2er, damit sind wir relativ solide. Und ja, das Boot ist für mich erstaunlicherweise besser als am Anfang gedacht. Da hatte ich auch so selbst meine Vorurteile gehabt. Mal kurz schauen. Ja, ich mache den Dart Monkey einmal kurz, damit er den Unsichtbaren angreifen kann. Nur damit ich jetzt nicht unnötig diese paar Leben verliere. Aber ansonsten könnte ich auch ohne machen. Dann wurde ich ab und zu in den Kommentaren gefragt, wann mal wieder ein neuer Stream von mir stattfindet. Ich hatte auch schon Lust gehabt zu streamen. Im letzten Video hatte ich ja angekündigt, dass ich ein neues Internet habe, beziehungsweise einen neuen Tarif von Kabel Deutschland. Zu diesem neuen Tarif kam allerdings auch noch ein neues Modem mit integriertem WLAN-Router hinzu. Falls jemand von euch auch Kabel Deutschland hat, würde mich mal interessieren, weil ich habe da tierisch Probleme mit dem WLAN. Und zwar, wenn ich ja streame,
Habe ich ja quasi wie so ein Apple TV, quasi sich über mein WLAN einrichte, um mein Handybild auf meinen PC zu streamen. Und jetzt muss ich mal schauen, jetzt kommen hier ein paar mehrere. Und wenn ich das mache, also diesen Stream, verliere ich ab und an mein WLAN-Signal. Das gleiche gilt auch, wenn ich zum Beispiel mit dem Tablet surfe, dass ich auf einmal zum Beispiel bei Netflix schaue und dann auf einmal Netflix sagt, dein Tablet ist offline. Wo ich dann immer denke, ja, wieso denn? Das WLAN-Logo ist da. Nur, ich habe zwar das WLAN-Logo, aber ich habe keine Internetverbindung, also keine aktive Verbindung, dass ich Seiten aufbauen könnte. Das gleiche ist dann auch mit dem Handy und so weiter. Das ist quasi wie so eine Fake-Anzeige fürs Internet. Und das ist natürlich schwach, weil dann verliere ich alle 10, 15 Minuten, sage ich mal, die Synchronisation, habe wieder ein schwarzes Bild auf dem PC und so zu streamen, das macht mir keinen Spaß und ja, euch wäre das nur nervig, wenn ich dann alle 10 Minuten erstmal ein, zwei Minuten wieder brauche, um das wieder neu einzurichten. Und deswegen bin ich jetzt erstmal dran, das zu fixen. Ich denke, wohl oder übel, soweit ich mich jetzt erkundigen konnte, muss ich mir eine Fritzbox holen. Weil bei der Fritzbox gäbe es wohl keine Probleme, liegt wohl an diesem Modem. Das ist wahrscheinlich so eine Billigproduktion von Kabel Deutschland, die ja Hauptsache umsonst den Kunden mitgegeben wird, aber da darf man auch nicht die beste Qualität erwarten. Und ja, also wie gesagt, falls jemand von euch mit Kabel Deutschland, dem Router, dem WLAN, es müsste ein relativ neues Modem sein oder Modem-Router in einem. Mit dem alten hatte ich das Problem nämlich nicht, dass das so 2, 3 Jahre alt war. Das wirklich nur ist mit dem ganz neuen. Wenn dazu noch Fragen sind, könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben. Dann würde ich gerne mit euch nochmal darüber diskutieren oder mal mich austauschen. Und falls jemand da eine Lösung hat, wäre es natürlich super. Ansonsten muss ich ja, halt schauen, wie ich da das Beste draus mache. So, wir haben gleich die Runde 40. Auf Runde 40, wenn ich das Boot schon habe, habe ich ja die 2-4er-Möglichkeit, dass ich alles, ja, also das heißt alles in Moab und in BFB halt quasi so, ich sag mal aufsaugen, aber es passt ja eigentlich nicht, weil ich sauge nicht. Ja, mit der Harpune abschießen und es dann quasi einverleiben kann. Ja, vielleicht passt das so besser von der Beschreibung. Und dann machen wir uns nicht groß verrückt, sondern wir nutzen das einfach. Und werden dann auch demnächst schon mal anfangen mit der Nagelfabrik, weil diese ist auch sehr stark. Und im letzten Video habe ich ja schon mal zeigen wollen, wie übelst stark die ist. Und ja, die wird jetzt quasi mein Hauptwerkzeug sein, dass alles, was die Boote nicht hinbekommen, dass wir es dann darüber mit einnehmen. Aber trotz allem, ich baue ja nicht super viele Boote und trotzdem packt es das Boot in aller Regel relativ viel zu destroyen. So, dann, ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich jetzt hier meine Bank ausbaue. Und 4,5. Ich habe Angst, dass ich die 4,5 nicht bekomme. Allerdings kann ich nur noch was verkaufen. Wir riskieren es. Ich bekomme 1800. Das heißt, ich bin schon bei 4.800 noch 3 brauche ich dann immer als Bonus. So, machen wir wieder auch schnell, damit es hier nicht ewig dauert. Dann zu meinen Videolängen. Das ist ein Thema, ich habe, wer meine alten Videos kennt, vor allem bei Battles, immer darauf geachtet, dass ich möglichst Richtung 15, vielleicht 20 Sekunden komme. Das ist jetzt hier bei BTD6 nicht der Fall. Und viele, was heißt viele, es gibt von einigen, die sich wünschen zu sagen, ja, ich will ein kurzes, schnelles, angenehmes Video schauen und keine halbe Stunde davor sitzen. Das kann ich verstehen. Es gibt aber auch wiederum andere, die sagen, ach, mir macht das Spaß, das Video anzuschauen. Ich kann das, keine Ahnung, auf dem Tablet, auf dem Handy, abends im Bett schauen und dann ist es mir egal, ob es jetzt 5 Minuten oder 10 Minuten länger oder kürzer geht. Diese Menschen gibt es oder diese Zuschauer gibt es auch, die das gerne schauen mögen. Das muss man in diesem Sinne ja für beide dann meiner Meinung nach gerecht machen. Und ich versuche dann jetzt einfach zukünftig, wenn ich etwas habe, was relativ lange oder schon im Vorfeld lange ausgehen könnte, da direkt 2 Teile draus zu machen. Und wenn es jetzt aber, sag ich mal, 5 Minuten oder ein paar Minuten länger hinauskommt, dann ziehe ich das einfach mit durch.
Ich hoffe mal, dass ich dann ja, dem möglichst allen gerecht werde oder den größten Teilen und ihr das dann auch versteht, dass ich dann ja, da versuche, möglichst die beste Lösung zu finden. Unsere Spy Factory machen Spy Factory. Ich wollte eigentlich immer auf Deutsch bleiben jetzt in Zukunft, oder was heißt will. Ich versuche es. Die werden wir auf dem 204er bzw. später auf dem 205er machen. Und diesen Moab können wir hier einfach mit der Fähigkeit ganz einfach ja, snacken. So, dann gehen wir weiter auf Einkommen. Ich muss jetzt nur schauen, dass ich erstmal mal ein bisschen meine Verteidigung hinten mit der Spy Factory aufrechterhalte. Ich habe 4 Life geleakt. Habe ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Aber okay, dann ist das manchmal so. So, was macht hier? Das dauert noch. Achso, für alle, die es nicht wissen, wann rentiert sich jetzt zum Beispiel von der Bananenplantage zur Bank, sag ich mal. Ich hatte es vorhin getestet, ich glaube nach 4 Runden oder sowas ist man in etwa gleich oder schon ein bisschen besser mit der Bank. Und nach 13 Runden ist die voll. Also wenn man auf eine 2-4er geht oder 2-3er, so rum. Also 2-3er, 13 Runden, dann hat man die 12. Also wer auch das Upgrade gemacht hat mit diesen 12.500, ansonsten natürlich schon vorher. Aber ich denke mal, die meisten, die Bank immer spielen, die werden auch dann sich das Upgrade holen, um einfach langfristig dann das Maximum rauszuholen. Ich denke, ich muss mal demnächst nochmal ein kleines Bötlein bauen, um da ein bisschen mehr Defense zu haben. Und jetzt bauen wir hier oben zum Destroyer aus. Und dann im Anschluss dann auch, dass sich hier, ich weiß nicht, wie die heißen, zum Flugzeugträger, genau. Dass wir dann einfach da noch ein bisschen mehr Popping-Power haben. Und der Flugzeugträger hat einen guten DPS-Wert. Das ist, denkt man zwar gar nicht, aber es sind so kleine Mini-Flugzeuge, die dann da rumfliegen, das seht ihr dann gleich, sind relativ solide. So, dann schauen wir mal. Ich kann jetzt meine nächste Bank upgraden. Die verstärkten Keramiks sind natürlich ein bisschen unangenehm für uns. Da müsste ich eigentlich mehr in Defense bauen bei den Booten. Aber für sowas habe ich ja auch meine Nagelfabrik im Hintergrund. Jetzt kommt ein bisschen zu viel durch schon eigentlich gefühlt. Gefällt mir jetzt nicht so sehr. Ich hätte nicht so viel in das Einkommen investieren sollen. Und ich brauche noch mehr Chemo Detection. Aber wir sind noch so am Rande dessen, was gerade so möglich ist. Und das ist ja so, wie ich immer spiele. Ich versuche immer, so wenig Verteidigung wie nötig aufzubauen und so viel Einkommen wie möglich zu generieren, gerade zu Beginn, um dann im Mid- und Late-Game viel Einkommen verfügbar zu haben und dieses dann gewinnbringend oder erfolgreich einzusetzen, um dann halt die notwendigen Anforderungen zu meistern. Hier, das ist der gleiche. Ich bräuchte gleich nochmal einen Chemo-Kollegen. Aber das ist noch soweit okay. Den werde ich erstmal bei 3,2 upgraden. Auch noch ein bisschen schneller. Diese verstärkten Bomben sind auch immer ganz gut. Aber hier habe ich viel Popping Power, was dann quasi sowas wie gegen Keramik dann ganz gut ist mit dem Destroyer. Und nicht nur AOE-Schaden. Man muss, glaube ich, mal so einen Mix aus beidem haben, um das dann gut durchspielen zu können. Wenn jetzt hier gleich in der nächsten Runde die fertig ist, werde ich dann darauf sparen, dass ich hier meine Nagelfabrik upgraden kann. Und wenn die hier fertig ist, werde ich damit nochmal weiter hingehen, um meine Boote auszubauen. So, dann das Thema Stream hatte ich, ist immer wieder mal ein Thema. Ich wollte eigentlich, wie gesagt, schon am Wochenende auch ein bisschen streamen, nur da habe ich halt festgestellt bei dem Testlauf, dass mein Router-Modem von Kabeljau nicht so ist, wie er funktionieren sollte. Und deswegen habe ich dann gesagt, mache ich nicht. Das habe ich nämlich bei der Aufnahme gemerkt, als ich das letzte Mal aufnehmen wollte, dass ich dann immer wieder die Verbindung verloren hatte. Und ja, das werde ich dann aber in Zukunft mal versuchen ja, zu verbessern. Und dann werden auch wieder Streams folgen. Und
Genau, das Video-Stream. Gut, das waren dann meine Themen, die ich auf jeden Fall, sage ich mal, mit euch durchsprechen wollte. Dann, der eine oder andere hat es mitbekommen, dass es vielleicht gerade jetzt in den letzten Tagen auch wieder weniger Videos gab. Ich versuche natürlich so viel wie möglich immer zu produzieren. Ich muss mal, glaube ich, jetzt hier auscachen und den mal upgraden, um ein bisschen mehr Popping Power zu haben mit der Nagelfabrik. Und die stellen wir mal auf nah, dass er dann immer alle auf einen Haufen werfen soll. Damit wären wir, was die Verteidigung betrifft, erstmal wieder sehr gut dabei und können jetzt anfangen, ein bisschen unsere Carrier, also diese Flugzeugträger, aufzubauen. Einen können wir wieder aufsaugen, oder ich weiß, Aufsaugen passt eigentlich nicht, aber bei mir heißt es jetzt immer so. Und dann gehen wir noch ein bisschen mehr auf Income, damit wir einfach fürs Late Game ja ein bisschen mehr natürlich haben. Zum Thema Videos, was ich eigentlich sagen wollte. Bei mir ist es so, der eine oder andere weiß auch Bescheid, habe ich auch schon ab und zu mal in den Streams erwähnt, dass ich Vater werde. Der Geburtstermin war schon gewesen oder hätte schon sein sollen. Nur unser kleines Baby wartet noch ein bisschen. Und deswegen, es kommt halt noch nicht raus. Und deswegen sind wir natürlich dann da immer hinten dran, schauen, was ist mit der Kleinen. Das heißt, in Deutschland geht man dann auch immer zur Untersuchung, alle 2 Tage, mal beim Frauenarzt, mal im Krankenhaus. Dann wird die Kleine unter die Lupe genommen, im CTG, im Ultraschall. Das ist natürlich dann aber auch zeitaufwendig und ja, gehört in dem Moment dann dazu. Aber das ist natürlich dann alles ein Moment, wo ich dann auch gerne dabei sein mag und dann nicht die Zeit habe, ein Video oder zu streamen oder was auch immer, was YouTube betrifft, mir dann die Zeit dafür freizunehmen. Deswegen bitte ich da um Nachsicht. Ich bin, wie sich die meisten das dir vorstellen können, immer noch hinten dran, das möglichst auch konstant zu bringen, weil mir das auch Spaß macht. Und versuche es dann, wenn es sich natürlich von den Zeiten her wieder ein bisschen besser ergibt, das dann auch nachzuholen oder wieder mehr zu produzieren. Und hoffe, ihr seid mir nicht böse. Und dann kam auch noch die Feststellung in den Kommentaren. Das ist so ein bisschen off-topic jetzt. Ich denke mir, in dieser Folge habe ich relativ viel hin und her erzählt, anstatt mich auf das Game zu konzentrieren. Kam die Frage, dass ich relativ gute Videos wohl mache, aber wenig Kommentare, wenig Klicks und so weiter habe. Ich denke, das ist, also klar, das stimmt, ich habe jetzt nicht die super erfolgreichen Quoten, dass ich sagen kann, alles läuft super, ich kann mich kaum vor neuen Abonnenten retten oder was auch immer. Aber ich denke, das ist halt normal bei YouTube. Ich bin noch nicht so lange aktiv dabei und ich denke, das ist nicht so, dass man sagen kann, ich mache einen Sprint, mache 5 gute Videos und habe dann zigtausend Abonnenten oder was auch immer. Ich denke, das ist ein normales Fahrwasser, dass man konstant gute Leistung bringen muss und dann immer, wenn man wieder mal von einem Neuen entdeckt wird, der sagt, oh, okay, das Video gefällt mir oder der Typ gefällt mir. Viele sagen auch, ich schaue mir mal ein paar Videos an und abonniere ihn oder abonniere ihn dann doch nicht. Das ist alles, denke ich mal, ganz normal. Und wenn jemand sagt, okay, der macht gute Videos, das gefällt mir, dann freut mich das natürlich. Aber auf der anderen Seite, ich abonniere auch nicht jeden, den ich einmal gesehen habe, weiß ich das ja selber. Es ist halt so, wie es ist. Ich muss da entweder geduldig bleiben oder sagen, okay, das ist nichts für mich, dann einfach damit aufhören. Aber wie gesagt, ich mache das auch nicht, um Geld zu verdienen, habe noch keinen müden Cent quasi über YouTube auszahlen können. Und ich denke, das wird auch sich im nächsten Jahr nicht ändern. Aber ich mache es ja in dem Sinne auch nicht, um Geld zu verdienen, sondern weil ich Spaß daran habe und mir das Feedback von euch, es mich freut, positives Feedback zu bekommen. Und deswegen mache ich das dann auch weiterhin. Aber wie gesagt, dementsprechend, ich kann halt auch da nicht hingehen und sagen, ich lasse alles andere links liegen, nur um ein Video zu machen. Deswegen habe ich dann auch meine Prioritäten, dass ich sage, ich muss halt
Dinge im Real Life, die wichtig sind, Familie, die gehen dann vor. Da freue ich mich auch sehr drauf, das Glück zu haben. Und bin aber auch nicht jetzt böse, dass ich jetzt, keine Ahnung, keine 5000 Abonnenten jetzt habe. Das mit der Zeit wird es kommen, wenn es sein soll. Und wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Und da muss ich halt auch damit klarkommen. So, und jetzt sind wir aber auch schon. Das ist eigentlich mehr heute so ein Storytime als ein Gameplay. Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen ja auch, keine Ahnung. Lass mir da auf jeden Fall meine Info da, ob ich mit sowas aufhören soll, mit diesen Kommentaren und so weiter, dass ich das durchgehe. Dann werde ich es zukünftig mehr so für mich behalten. Und ansonsten ja, hoffe ich schon mal, dass es euch auch gefällt. Die zweite Nagelfabrik mache ich zu einer 204er Fabrik. Und zwar, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, quasi die Morbs und BFBs in dieser Fähigkeit auch mal schnell herunterzuhauen, so ein bisschen. Und finde ich eigentlich ganz angenehm, geht über die ganze Karte, hat einen schönen Effekt, gerade wenn viele Morbs, BFBs, so mein Gott, auf unterschiedlichen Stellen auf der Karte sind. Dann ist es immer recht angenehm oder macht einen relativ hohen Schaden an allen gleichzeitig. Hier diesen Träger Flaggschiff gönnen wir uns auch nochmal gleich, um einfach mal diesen zu zeigen. Dann haben wir nochmal einen weiteren 5-Tier-Upgrade. Und was schön ist, wenn ich das upgrade, könnte ich theoretisch auch darauf nochmal einen normalen Tower bauen. Finde ich eigentlich ganz cool. Das gab es in der Vergangenheit auch noch nicht. So, ich warte nochmal mit dem Collecten eine Runde, dass wir dann das Maximum haben. Und jetzt machen wir nochmal die Spike Factory, die Nagelfabrik, sorry. Da sieht man auch, wie schön der Flächenschaden quasi auf der ganzen Karte sich verteilt und die Morbs und BFBs angreift. So, jetzt haben wir hier das Maximum ausgeschöpft. Dann können wir hier den Kollegen upgraden. Und nur, dass ich es euch zeige, ich kann jetzt auf ihn hier oben, das sieht man gar nicht so schön, weil die Ecke nicht so schön ist. Wenn ich einen Ninja. Ja, das steht quasi jetzt auf diesem Trägerschiff drauf, ja. Nur mal zum Zeigen. So, dann können wir den auch nochmal gleich upgraden. Reicht mir noch die Zeit. Collect. Ja, das wird knapp, aber den zeige ich euch auch nochmal, den 5er Nagel. Also wir haben dann einmal den 205er Nagel hier, den 25er Nagel und den Carrier haben wir dann, also diesen Flugzeugträgerschiff haben wir dann, na, kann ich jetzt anklicken, hier auf den 24er und hier können wir gleich nochmal ein 25er auch nochmal machen. Dann haben wir relativ viele 5-Tier-Upgrades. Ich mache mal kurz langsam, dass wir mal das notwendige Collecten. Ach komm, dann verkaufen wir es. Nur, dass wir mal alles mal gesehen haben. Dann setzen wir mal gleich bei dem So My God die Fähigkeit ein. Ich glaube, der schießt auch gleich von alleine. Saugen wir die nochmal auf. Wobei Aufsaugung natürlich nicht das richtige Wort dafür ist. So, jetzt warten wir noch auf Runde 80. Dann haben wir den So My God. So, jetzt hat er automatisch einmal geschossen und wenn die gleich verschwinden, kann ich nochmal ein zweites Mal nachlegen. Und ja, wenn gleich kommen die BFBs raus, dann jetzt nochmal und die könnten wir eigentlich nochmal aufsaugen, aber das war's schon. Ja, ich hoffe, das Video mit quasi den Booten, Spike Factory und den Bananenfarmern oder Plantagen hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mir doch gerne ein Abo da, ein kurzes Kommentar. Auch wenn euch das Video nicht gefallen hat, sagt mir doch, was ich verbessern könnte oder welche anderen Videos ich noch machen könnte in Bloons TD6. Und ich sage bis zum nächsten Mal, euer Embers. Ciao, ciao.